Also mein Name ist Armin Peter, ich bin Fischökologe. Wir haben in der Schweiz offiziell 9 ausgestorbene Fischarten und 2/3 von denen sind Fische, die weit gewandert sind, die eben ins Meer gewandert sind und die sind leider ausgestorben. Neben dem Lachs ist vor allem auch die Meerforelle verschwunden, also das Panda zu unseren Bachforellen. Und dann haben wir noch ein Flussnünau gehabt, wo ja eigentlich streng gesehen kein Fisch ist, aber im Fischereigesetz abgehandelt wird. Also das sind also die typischen Weitwander-Fischarten, die wir hatten, die verschwunden sind, wegen der Fragmentierung der Fließgewässer. Die Schwellen sind eben eigentlich ein Hindernis für Wasserlebewesen, für Fische, die sich durch oder durch abbewegen. Sie stehen dann im Weg. Das heisst, wenn sie vielleicht auf der Suche nach Nahrung, nach einem Partner oder einer Partnerin sind, dann kommen sie nicht mehr weiter, weil sie dort anstehen. Wir wissen eben eigentlich erstaunlich wenig über unsere einheimischen Fische. Aber es hat eben auch mit dem zu tun, dass sie in einem Medium leben, wo wir nicht den direkten Zugang dazu haben. Und wir müssen noch sehr viel lernen, um wirklich die Bedürfnisse und das Verhalten der Fische zu verstehen, um auch ihnen zu helfen, dass es ihnen in Zukunft wieder besser geht. Was für mich halt wichtig ist, dass man nicht nur immer die spektakulären Wanderungen von Fischen, wie die, die ins Meer gehen, die Langdistanzwanderer, oder auch von Nasen und Barben, wo man wissen, sie gehen 100, 200 Kilometer weit, sondern halt eben auch weniger spektakuläre Wanderungen von Fischen, wo wir eigentlich immer gesagt haben, es sind residente Fische, also die wandern nicht. Und wir wissen inzwischen, dass das auch nicht so ist. Es gibt eigentlich keine Fischart, die nicht wandern. Sie machen Wanderungen eigentlich alle halt in einem sehr begrenzten Raum, auf einer anderen Skala. Und das ist etwas, was man oft vergisst, was ich finde, das ist ein wichtiges Anliegen in der Gewässerökologie. In meinen Augen sind komplett durchgängige Flusssysteme, die vernetzt sind miteinander, ein absolutes Muss, damit wir unsere Fischfauna überhaupt erhalten können.